Guten Morgen, meine Lieben. Es ist Freitag. Wir stehen in Bamberg. Wir fahren jetzt nach Neckarsulm. Erstmal tanken in der Spedition. Dann nach Neckarsulm und dann weiß ich noch nicht. Wird uns unsere Dispo dann schon noch sagen. Also, meine Freunde, jetzt geht's erstmal los. Ach. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe gut geschlafen. Aber ein bisschen müde bin ich noch. Aber naja, was soll's. Ich werde es überleben. Und ihr auch, falls ihr noch müde seid. Und ja, jetzt zwick mal auf. So, da kommt einer. Ach, der will bloß rangieren oder was? Keine Ahnung, was der will. Ist mir auch wurscht. Ach, das ist ein Dümmler. Das ist einer von der Firma Dümmler. Der kommt nicht bei uns raus. So. Da steht einer offen. Der wird wahrscheinlich gerade beladen. In der Dispo ist es noch finster. Die mögen noch nicht. Die Dispo mag noch nicht. Und die Tankstelle ist grün. So. Stellen wir uns mal her. Mit dem habe ich hier noch nie getankt. Da muss ich erst mal gucken, wie das hier geht. So, meine Besten. Jetzt geht's los. Müssen wir uns hier rausschleichen. Der steht ganz schön weit hier in der Fahrbahn. Mit seinem Arsch. Aber es geht. Es geht. Hier alles voll. Das sind bestimmt welche, die ausrangiert werden, die verkauft werden. Weil ja ein Haufen neue gekommen sind und dann müssen ja alte abgestoßen werden. Denke ich mir mal. So, schön ausholen hier. Seht ihr, das geht doch wunderbar.
guckt mal, Hamburg Süd. Der hat einen Container drauf, der fährt jetzt bestimmt an den Hafen. Also ich meine in irgendeinen anderen Hafen. Hier ist er ja im Hafen, aber ich denke mal, der wird jetzt mit seinem Container in irgendeinen anderen Hafen fahren. Der hat ihn hier abgeholt oder abgeladen oder beladen oder wie auch immer. Oder er fährt dann, der ist abgeladen worden hier und der fährt jetzt zum Beladen. Das kann auch sein, weil hier ist eigentlich kein Terminal, wo sie ihm den draufstellen können. Also kann er den hier nur ab- oder beladen haben und fährt den jetzt woanders hin. Ja, so ist es. So wird es wohl sein. Es regnet, die Erde, die wird nass. Hier bauen sie was. Bestimmt eine Lagerhalle oder irgend sowas. Könnte ich mir gut vorstellen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie hier eine Lagerhalle bauen links. Oder ein Bürogebäude oder was weiß ich. Jedenfalls haben sie dort eine Grube ausgegrubt. Wir werden es beobachten. Ich werde es für euch beobachten. Oh, hier wollen sie über die Wiese fahren mit irgendwas. Da haben sie Stahlplatten hingelegt. Bestimmt mit irgendwelchen Baggern, dass die nicht hier... Oder Schwertransporte, das kann auch sein, dass die hier irgendwelche Träger oder irgendwas transportieren, dass die nicht um den Kreisverkehr müssen. Haben sie eine Wiese hingelegt, Platten in die Wiese gelegt. Haben sie eine Wiese in die Platten gelegt. Ja, Mäusel, klar. Ist klar, eine Wiese in die Platten gelegt. Oh, das dusselige Gequatsch heute wieder. Ne, guck dir mal. Das passt doch mit dem Grün. So, dann fahren wir nämlich hier gleich vor. So, Freunde. Auf nach Neckarsulm. Hat mein Auto gebremst. Weil die vor mir hier mit dem kleinen schwarzen Ding langsam war. So, vorm Tunnel kriegt man den Gartner noch.
Gärtner Ungarn. Der Gärtner ist aber auch in jedem Land vertreten, ne? Tschechien, Ungarn, Deutschland, das ist eigentlich eine österreichische Firma. Mischen aber überall mit. So, Freunde, seht ihr, wo wir sind? Im Tunnel in Würzburg, bei Würzburg, über Würzburg. Da sind wir auch schon gleich auf der A81. Haben wir es doch schon fast geschafft. Noch 90 Kilometer bis zum Ziel. Sind wir doch viel zu zeitig unten. Das gibt's doch gar nicht. Wenn es so weitergeht, sind wir zwischen 9:30 und 10:15 unten. 10:30 haben wir Zeitfenster. Da ist aber viel Wasser in dem Fluss. Mein lieber Mann. Naja, es hat auch viel geregnet in letzter Zeit. Überall viel Wasser. Ja, haben wir es doch schon fast geschafft hier. Das Stückchen bis Neckarsulm schaffen wir doch auch noch. Na, hast du dein Fähnchen in den Wind gehängt? Hat's Fähnchen am Auto. Der Mann mit dem Jeep. So, noch 10 Kilometer, dann sind wir da. Dann lassen wir uns mal überraschen, wie schnell es geht. Dreiviertel Stunde zu früh, aber das macht nichts. Lieber zu früh als zu spät. Können wir uns in aller Ruhe anmelden gehen. Und dann werden sie mich ja irgendwann mal reinholen, denke ich. Denke ich, hoffe ich. Kriegen wir sogar hier vorne grün. Können wir zügig durchziehen jetzt hier. So, wie gesagt, 3/4 Stunde zu früh, aber das macht nichts.
fast eine Stunde sogar. Da gehen wir uns in aller Ruhe anmelden. Haben wir keinen Stress. Manchmal stehen ja auch massig Leute davor, vor der Anmeldung. Dürfen ja immer bloß 3 rein zurzeit. Und die anderen müssen im Regen stehen. Das finde ich auch komisch. Könnten sie ja mal irgendwie ein Dach hinmachen, wo man sich hinstellen kann. Aber naja, was soll's. Ja, und dann darfst du da rein und dann meldest du dich an und dann wirst du eingebucht und dann geht's irgendwann los. So, was haben sie denn heute hier stehen? Da haben sie doch 9 in dem Glaskasten. Das ist doch nicht der, da stand doch immer ein grauer E-Tron drinne. Der steht da hinten jetzt im zweiten Glaskasten. Wer steht denn hier vorne im ersten? Allrad Quattro. Ha, schau an. Allrad Quattro, was es alles gibt. So, müssen wir mal gucken, ob wir hier vorne Platz finden. Sonst müssen wir hinter auf den Parkplatz. Und vorne die Straße ist ja noch gesperrt. Vorne rum bei der Pizzeria. Hat mir der Matthias erzählt. Müssen wir dann mal gucken, wie wir vom Werk aus wieder auf den Parkplatz kommen. Am besten wahrscheinlich dann Upsala, die Straßen wieder. So, hier können wir uns doch schon hinstellen. Hier rechts. So, da haben wir doch schon schön Platz hier. Ja, und wenn wir dann aus dem Werk auf den Parkplatz müssen, würde es Sinn machen, wenn wir dann da drüben drinnen drehen. Und dann so rum auf dem Parkplatz fahren. Die Auffahrt haben sie schön gemacht. Naja, gut Leute, ich gehe mich jetzt erstmal anmelden. Lange Rede, kurzer Sinn. Knapp 3 Stunden haben wir gebraucht. So, meine Guten. Jetzt sind wir hier fertig. Ich habe jetzt noch ein bisschen meine Papiere sortiert. Und meine 3/4 Stunde Pause gemacht. Und jetzt geht's ab nach Oelsnitz. Feierabend machen, Wochenende. Halb 6 rum sind wir da. So, müsste es ja auch gleich grün werden, denke ich mal. Ne, da ist es doch schon grün. Fahrt ihr mal. Grüner wird's nicht.
erstmal und jetzt. Schlafen heute alle ein bisschen. Alle etwas müde heute. Die Ampeln meinen es heute gut mit mir. Das finde ich immer richtig in Ordnung. Alter, das habe ich ja noch nie gehabt hier. Durchgängig grün. Selbst hier vorne kriege ich grün. Hoffentlich bleibt es, bis ich da bin. Na klar. Ist das schön. Aber ich denke mal, hier vorne an der anderen Kreuzung reißt meine Grünphase ab. Weil da habe ich immer rot bis jetzt gehabt. Da hatte ich noch nie grün. Da vorne werde ich rot kriegen, denke ich mir. Das sag ich doch. Aber das macht nichts. Freunde, da vorne ist die Autobahn. Das gibt Gedonner und Gewitter, wette ich mit euch. Ja, ich hätte jetzt hier reingekonnt und hätte ich mir hier Erdbeeren kaufen können. Naja, zu spät. Hat Klausi wieder geschlafen. Naja, was soll's. Lilly hätte sich bestimmt über Erdbeeren gefreut. Und da wäre ich schön rein und auch wieder schön rausgekommen. Naja, das nächste Mal. Jetzt wissen wir's ja. Das ist ja wieder ein Service von der Ampel.
So, mal gucken, wo jetzt Platz ist, ja? Boah, die Brühe kommt hier runter geflossen. Da stellen wir uns doch gleich hier rückwärts rein. Oder da oben. Da oben stellen wir uns hin. So, meine Guten, jetzt ist Schluss. Feierabend, aus die Maus. Guckt euch mal das Wetter an. Ich habe gerade mit der Tilly telefoniert. Ich habe gerade mit der Lilly telefoniert und habe ihr gesagt, sie möge mich doch bitte abholen, wenn es aufgehört hat zu regnen. Ich packe so lange mein Zeug hier zusammen und ja, was halt so alles gemacht werden muss, ne? Leere Flaschen zusammenpacken, Kaffeemaschine, nee, hier Kaffeekanne mitnehmen, alles sauber machen, was halt so alles anfällt. Ja, so. Und sie war damit einverstanden. Also meine Lieben, dann geht's nach Hause, Wochenende. Montag früh 5:30 seid ihr bitte wieder hier. Dann geht's wieder ab die Post. Also ich wünsche euch dann eine stau- und knitterfreie Fahrt. Sag mal, was ist denn heute los mit mir? Also nochmal, ich wünsche euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Schönes Wochenende, gutes Nächtle und bis Montag früh 5:30 hier an dieser Stelle. Wer nicht da ist, fährt nicht mit. Punkt. So, das war meine Ansage, oder? Also dann, tschüss, bis Montag. Schönes Wochenende.